Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns, ich glaube, fünf spannende Neuerscheinungen für den Juli an. Das heißt schon dann im Grunde für den Hochsommer und vielleicht ja auch, wenn der ein oder andere dann Urlaub hat, da vielleicht eine spannende Neuerscheinung. Ja, im Juni waren es ja nur, ich glaube, 2 Neuerscheinungen, die mich angesprochen hatten. Im Juli sind wir jetzt bei 5 Büchern, die ich aber auch alle wirklich mega spannend fand. Und ich denke, wir starten mit dem ersten Buch, was am 15. Juli erscheint, und zwar Die Astronautin. In der Dunkelheit wird deine Stimme mich retten, von S.K. Vaughan. Noch nie bisher was von der Autorin, glaube ich, gehört. Und hier hat mich einfach so ein bisschen dieses Science-Fiction-Thema angesprochen. Ich mag es, wenn man so ein bisschen im All ist. Ich war ja auch ein großer Fan zum Beispiel vom Marsianer. Und hier hat der Klappentext im Grunde so ein ähnliches Gefühl vermittelt, sage ich mal. Nicht, dass es irgendwie ähnlich klingt, aber ein ähnliches Gefühl. Und der Klappentext verspricht Folgendes. Weihnachten 2067. Auf der Krankenstation eines halbzerstörten Raumschiffes erwacht May Knox aus der Bewusstlosigkeit. Sie scheint die letzte Überlebende einer hoffnungsvollen Mission zu sein und hat doch keine Erinnerungen an einen möglichen Unfall. Bald kämpft sie gegen eine Vielzahl von Gefahren ums Überleben. Ihre einzige Rettung ist die Funkverbindung zur NASA, vor allem zu dem Wissenschaftler Steven, der Schiff und Auftrag kennt wie kein zweiter. Doch Steven ist auch Mayas Ex-Mann, dessen Herz sie brach und der ihr und der NASA den Rücken kehrte. Jetzt ist seine Stimme alles, was ihr noch Hoffnung geben könnte in der Schwärze des Alls. Und das klingt für mich einfach nach natürlich irgendwie so ein bisschen einem Liebesdrama, beziehungsweise eben auch so einem Leben, was irgendwie die Menschen dazu brachte, zu sein, wie sie jetzt sind. Gleichzeitig sind wir im All, wir sind in der Zukunft und ich bin sehr gespannt, was das so mit der Stimme des Mannes zu tun hat, mit ihr als Alleinüberlebende, welche Geschichte dahinter steckt. Und es klingt irgendwie super spannend und ich hoffe, dass es nicht einfach so 0815 ist und man jetzt irgendwie denkt, ja, jetzt weiß ich schon, wie es endet. Ich erwarte mir da sehr viel Spannung und bin sehr gespannt, da ein bisschen Science-Fiction-Feeling einfach zu erleben. Zum nächsten Buch möchte ich gar nicht so viel erzählen. Das ist der dritte Teil einer Reihe, und zwar Der Rabenringe. Und zwar heißt der dritte Teil Gabe und erscheint am 17. Juli, ist von Siri Patterson. Und ich habe bis jetzt zumindest nur den ersten Teil der Rabenringe, Odins Kind, gehört. War ja sehr angetan von dieser High-Fantasy-Story, von der Idee, von der Umsetzung, von diesen Gedanken, was dieses Odinskind, was da so dahinter steckt, möchte jetzt im Juni noch auf jeden Fall den zweiten Teil hören und freue mich dann im Juli den dritten Teil zu hören. Wird auch wieder einige Stunden Hörspielzeit haben, ich glaube 18 Stunden, müsste gefühlt dann mit der kürzeste sein. Der erste war auf jeden Fall länger, beim zweiten weiß ich es wie gesagt noch nicht, da habe ich noch gar nicht auf die Zeit geguckt, aber ich freue mich, dass wir dann schon diese Geschichte im Grunde zum Abschluss bringen und ich relativ kurzfristig alle 3 Geschichten dann auch gelesen haben könnte. Siri Patterson habe ich ja bei einem Interview auch auf der Leipziger Buchmesse gesehen und gelauscht und war ja sehr fasziniert so von der Autorin. Und deswegen macht es natürlich gefühlt auch irgendwie noch so ein bisschen mehr Spaß, natürlich dann auch der Geschichte zu folgen, wenn man so ein Gesicht von einer Autorin so in Live-Bewegung irgendwie vor sich hat. Ich weiß nicht, es macht es natürlich manchmal auch unsympathisch, aber in dem Fall freue ich mich, dass der dritte Teil rauskommt und möchte ich dann auf jeden Fall auch im Juli oder August dann hören. Das dritte Buch ist dann Die kleine Patisserie in Paris von Julie Chaplin. Das ist der dritte Teil der Romantic Escapes Reihe und sie erscheint am 23. Juli. Und das ist ja irgendwie gefühlt immer eine Reihe, deren Namen ich mir irgendwie nicht merken kann. Romantic Escapes. Also es sind ja im Grunde romantische Fluchten, wenn man so möchte. Der erste Teil war Das Café in Kopenhagen. Den zweiten Teil habe ich dann im Mai gehört und war Die kleine Bäckerei in Brooklyn. Und jetzt sind wir eben in einer Patisserie in Paris. Man kann alle 3 Teile komplett unabhängig voneinander lesen oder auch hören. Ich finde, sie sind auch sehr schön und angenehm vertont. Für mich sind natürlich Wohlfühlromane immer auch was ich gerne höre. Und so freue ich mich natürlich auch auf den dritten Teil. Eine charmante Liebesgeschichte für Romantiker, Paris-Liebhaber und alle, denen Schokolade zum Frühstück nicht genug ist. Sympathische Figuren, warmherziger Humor und viel Lokalkolorit
Schon immer wurde Nina von ihren vier großen Brüdern bevormundet. Deshalb zögert die junge Kellnerin nicht, als sie die Chance erhält, für einen Job nach Paris zu ziehen. In einer Patisserie in der Nähe von Sacré-Cœur soll sie dem Besitzer zur Hand gehen. Sébastiens köstliche Macarons sind legendär. Sein Charme leider auch, wobei Nina von diesen nicht allzu viel mitbekommt. Die beiden kennen sich. Sébastien ist der beste Freund ihres Bruders Nick und er macht ihr das Leben ganz schön schwer. Zu dumm nur, dass Nina in seiner Gegenwart immer noch weiche Knie bekommt. Und das klingt natürlich auch so nach einer Liebesgeschichte, die so locker, leicht und irgendwie so ein bisschen Feeling einfach hervorbringt, wo man sich irgendwie Sonne vorstellen kann, unter der man dieser Geschichte lauscht. Und nach einer super sympathischen Protagonistin natürlich, die irgendwie so ihre Jugendliebe wieder trifft und dann natürlich irgendwie was noch zwischen den beiden ist. Und ich mag sowas super gerne. Ich war selbst noch nicht in Paris, fände es aber richtig schön, auch mal dorthin zu reisen. Und ja, wenn man es nicht so persönlich kann, macht man es eben einfach über Bücher. Und man hat ja ein Bild von Sacré-Cœur und von Paris. Und ich glaube, dass man sich das sehr gut vorstellen kann. So war es zumindest auch im Schreibstil der anderen Bücher. Man hatte Kopenhagen richtig schön vor Augen und auch Brooklyn, also New York City. Und das hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass das einfach im dritten Buch der Autorin dann auch der Fall sein wird. Das vierte Buch ist dann Das Glück hat viele Seiten von Ella Zeiss, alias Ellen McCoy, alias Elvira Zeissler. Denn die Autorin, die liebe Elvira, hat, glaube ich, tatsächlich diese drei Pseudonyme und bringt jetzt unter diesem Titel ein Buch auch im Verlag heraus, was ich wirklich super schön finde, wo ich mich wirklich sehr freue. Und der Klappentext klingt eben auch mega. Ich habe ja von ihr, ich glaube, zwei Bände der Alaska wider Willen-Reihe gelesen und auch diese Snowflakes-Reihe. Nein, diese beiden Bücher, die in diesem Dörfchen gespielt haben. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Und ich freue mich sehr über ein Buch, wenn natürlich in einem Buch auch eine Rolle darin spielt. Und so klingt das zumindest laut diesem Klappentext. Denn Bücher berühren die Seele. Sie erden uns und lassen uns gleichzeitig fliegen. Ein Laden voller verstaubter Bücher in einem Dorf in der Eifel. Was hat Tante Marlies sich nur dabei gedacht? Ausgerechnet Hannah ihr Geschäft zu vererben. Seit 10 Jahren hat sie kein Buch mehr angerührt und das aus gutem Grund. Zum Glück ist mit dem attraktiven Geschäftsmann Ben schnell ein Käufer gefunden. Alles könnte so einfach sein, würde der örtliche Buchclub sich nicht mit allen Mitteln gegen den Verkauf wehren. Auch Hannah erliegt bald wieder der Magie der Bücher. Rasch entbrennt ein Kampf um die Zukunft des Buchladens, bei dem zwischen Hannah und Ben heftig die Funken fliegen. Eine Geschichte über alte Wunden und neue Träume zum Schmunzeln und Dahinschmelzen und eine Liebeserklärung an das Lesen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wollen wir doch sowas als Lesefans, Bücherliebhaber, unglaublich gerne auch einfach in Büchern immer mal erleben, dass sozusagen unsere Geschichte, die ja mit der Liebe der Bücher zum Lesen zu tun hat, dass die eben auch in Büchern irgendwie wichtig ist. Und mir gefällt sowas immer sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass Elvira bzw. Ella Zeiss, unter dem Autorennamen erscheint das Buch jetzt, da wirklich auch etwas kann. Denn sie hat in ihren Geschichten immer so diesen Funken, der wirklich sehr viel Spaß macht und der das eben auch so rüberbringen kann. Und ich bin mega gespannt und freue mich auf dieses Buch. Auch freue ich mich auf den ersten Teil einer neuen Reihe von Laura Kneidl, beziehungsweise ist das wohl eine Neuauflage, soweit ich das zumindest richtig verstanden habe, mit neuen Covern und neuen Titeln. Und zwar ist das die Bloodbound-Reihe Elemente der Schattenwelt, erscheint am 31. Juli. Und es gibt wohl da drei Teile, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Der zweite erscheint dann im September und der dritte im November. Also schön im zweimonatigen Rhythmus, was mir sehr gut gefällt. Und es ist der erste Band der Elemente der Schattenwelt-Reihe. Und mir hat ja, also ich habe ja noch nichts von ihren New Adult Liebesgeschichten gelesen von Laura Kneidl, aber ich habe ja so ihre Fantasy-Bücher gelesen, sowohl Water and Air als auch Die Krone der Dunkelheit. Ja, ich glaube, ne? Und da freue ich mich auch auf den zweiten Teil. Und deswegen glaube ich, wenn wir hier wieder etwas Fantasy-Reiches haben, dass mich das eben auch sehr begeistern kann. Es heißt ja auch unten drunter, endlich gibt es die actionreiche und romantische Geschichte der Elemente der Schattenwelt auch als Printausgaben, inhaltlich überarbeitet und mit neuen Covern und Titeln. Also ja, wird sie wahrscheinlich von manchen bereits gekannt. Wer sie vielleicht schon kennt, kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Geschichte so fandet. Ich bin total unvoreingenommen, ich habe da vorher noch nie was von gehört und fand aber den Klappentext mega spannend.
Jahrelang hat Kane auf diesen Moment gewartet. Bei der großen Aufnahmezeremonie der Hunter Clans erfährt sie, dass sie eine Blood Huntress ist. Eine Jägerin, deren Aufgabe es ist, die Bewohner Edinburghs vor Vampiren und anderen Kreaturen der Nacht zu schützen und dafür zu sorgen, dass deren Existenz ein Geheimnis bleibt. Kane kann es kaum erwarten, ihre Ausbildung am Institut zu beginnen. Wäre da nicht die Tatsache, dass ihr ausgerechnet Warden Prinsloo als Partner zugeteilt wird? Die wildesten Gerüchte ranken sich um den verschlossenen Jäger, dessen Eltern einst von unbekannten Kreaturen getötet wurden. Doch je mehr Zeit Kane mit Warden verbringt, desto besser lernt sie ihn zu verstehen. Und als es zu einem Angriff der Vampire kommt, der über Leben und Tod entscheidet, bleibt ihr keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen. Es klingt natürlich schon nach einer sehr jugendlicheren Geschichte, und auch Vampire kann natürlich großartig werden, aber durchaus eben auch irgendwie eine Katastrophe. Ich hoffe, dass wir hier so zumindest eine sehr gute Lösung finden, dass die Vampire und auch diese dunklen Kreaturen eher so dem klassischen Buchgenre der Geschichte sozusagen entspringen, als so dieser modernen Art von Vampiren und Werwölfen und Kreaturen. Die Liebesgeschichte wird definitiv ein bisschen mehr in dem Vordergrund sein, so habe ich zumindest den Eindruck. Würde mich aber nicht stören, wenn wir das einfach mit so einer etwas logischeren Geschichte herangehensweise erleben, als es ja oft ist mit diesem ganzen Insta-Love und was, mit dem ich ja so persönlich nicht so viel anfangen kann. Also es ist eine romantische Geschichte, die actionreich ist, und ich freue mich drauf, und ich glaube, dass Laura Kneidl das wirklich sehr gut kann, wie sie ja schon zumindest in zwei Büchern, die ich von ihr gelesen habe, auch bewiesen hat, und ich bin ja einfach neugierig, was dieses Buch so für mich bereithält. Natürlich bin ich auch gespannt, was alle anderen Bücher so bereithalten. Freue mich sehr auf den Juli, freue mich sehr auf diese Bücher, bin mega gespannt, welche direkt einziehen, was direkt gehört wird, was vielleicht gelesen wird. Ihr habt jetzt zumindest schon bei zwei Büchern gehört, dass die mindestens gehört werden, worauf ich mich eben auch sehr freue. Und ich habe ja dann auch Ende Juli, Anfang August Urlaub und werde ja die Zeit bestimmt auch ein bisschen zum Lesen und Hören nutzen, und freue mich da auch einfach sehr drauf. Jetzt bin ich natürlich neugierig, welche der Bücher euch angesprochen haben, welche Bücher ihr spannend fand, welche Bücher euch neugierig auf den Inhalt machen, ob ihr hier vielleicht fündig geworden seid oder ob ihr selbst auf gewisse Bücher wartet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen, auch wenn ihr vielleicht schon die Reihe von Laura Kneidl kennt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, da wäre ich eben auch sehr gespannt, was vielleicht schon Leute, die Reihe kennen, dazu sagen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.